Ich erteile das Wort dem Senator der Freien Hansestadt Hamburg, Herrn Roland Schiff. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrte Präsidentin, dass jetzt einige Herrschaften den Saal verlassen, ist symptomatisch, mit welcher unglaublichen Selbstherrlichkeit und Arroganz hier über Probleme hinweggegangen wird, die sie selbst angerichtet haben. Mein Herz, unser Mitgefühl gilt den Opfern der schlimmen Flutkatastrophe. Ich selbst war als Innensenator der Freien Hansestadt Hamburg in unserer Partnerstadt Dresden und habe mir ein Bild machen können über die Verheerungen dort und andererseits aber auch über die Welle der Hilfsbereitschaft, auch unbeteiligter Personen, über die Spendenbereitschaft und die enorme Tatkraft. Diese Spendenbereitschaft, Tatkraft und das Engagement muss selbstverständlich durch staatliche Hilfe entsprechend ergänzt werden, und zwar in der Größenordnung, wie sie hier angedacht ist, nämlich in Höhe von mindestens 7 Milliarden Euro. Darüber besteht kein Zweifel, darüber besteht auch ein breiter Konsens unter Demokraten. Eine andere Frage, die mich und sehr viele Bürger umtreibt, ist jedoch, was ist aus Deutschland geworden, dass die für die Hilfe nach der Flutkatastrophe benötigten 7 Milliarden Euro nicht anders aufgebracht werden können als durch Steuererhöhungen, durch faktische Steuererhöhungen. Die Verschiebung der Steuerentlastungsstufe für das Jahre 2003 trifft ausgerechnet die kleinen Leute, Arbeitnehmer, Kleinbetriebe, höchst unsozial von Seiten einer Partei, die sich sozialdemokratisch nennt. Die Wirtschaft jetzt hierdurch weiter erdrosselt, meine Damen und Herren, wie bereits in der Vergangenheit. Wo sind eigentlich, erhebt sich die Frage in der Bevölkerung, die 50 Milliarden Euro geblieben, die der Finanzminister aus den UMTS-Lizenzen bekommen hat? Es waren sage und schreibe 50 Milliarden Euro. War hierfür nicht sogar der Absturz der Telekom-Aktie in Kauf genommen worden und damit die verbundene Schädigung von Millionen Kleinaktionären? Fast jährlich, ich beschäftige mich mit dem Thema der Notwendigkeit, die Flutkatastrophe mit Steuererhöhung zu finanzieren, die Sie ja als ohne Alternative angesehen haben. Fast jährlich wiederkehrende Katastrophen vergleichbaren Ausmaßes in den USA werden ganz selbstverständlich dort aus Überschüssen und Rücklagen finanziert. Niemand in den USA würde auf die Idee kommen, nach verheerenden Waldbränden, Hurricanes oder dem Ereignis des 11. September würde auf die Idee kommen, dafür die Steuer zu erhöhen und damit der Wirtschaft den Garaus zu machen. Auf solche Ideen verfällt man nur hier. Was ist aus Deutschland geworden, dass die benötigten 7,1 Milliarden Euro nur durch faktische Steuererhöhungen finanziert werden können? Der Bundeskanzler sagte vorhin, er glaube an die Kraft der Volkswirtschaft. Die Volkswirtschaft, die er selbst zugrunde gerichtet hat, meine Damen und Herren. Wir haben in Deutschland das geringste Wirtschaftswachstum in Europa. Wir haben den höchsten Schuldenberg in Europa. Rot-Grün ist es gelungen, auf die ohnehin schon vorhandenen Schulden nochmal 100 Milliarden Euro raufzulegen. Wenn wir dazu noch die 50 Milliarden Euro aus den UMTS-Lizenzen rechnen, haben Sie in den letzten 4 Jahren 150 Milliarden verpulvert. Wir haben darüber hinaus, das nur in puncto Kraft der Volkswirtschaft, auf die sich Schröder gerne verlässt, die höchste Abgabenquote in ganz Europa. Es ist errechnet worden, dass der durchschnittliche Mensch sage und schreibe 56% seiner Arbeitszeit im Jahr nur für den Staat aufwendet. 56%, die es natürlich vielen Bürgern unsinnig erscheinen lassen, noch einer geregelten Arbeit überhaupt nachzugehen in diesem Lande. Arbeit lohnt sich nicht mehr, sagen die. Deswegen arbeiten viele schwarz. Deswegen beziehen sie gleichzeitig Sozialhilfe.
Und deswegen haben wir eine Schattenwirtschaft von 350 Milliarden Euro. 350 Milliarden Euro Schattenwirtschaft. Nichts wird dagegen getan, sondern die Umstände, die die Arbeit unattraktiv machen, die geregelte, reguläre Arbeit, werden immer schlimmer. Und dazu soll jetzt auch diese weitere Steuererhöhung ganz eindeutig beitragen. Wie konnte es dazu kommen, wo doch die Menschen unseres Landes anerkanntermaßen zu den tüchtigsten Europa gehören? Unsere tüchtigen Bürger klagen an, auf welche verschwenderische Weise deutsche Politiker in den vergangenen Jahrzehnten mit dem Geld umgegangen sind. Unsere tüchtigen Bürger klagen zum Beispiel diejenigen Politiker an, die sich darin gefallen haben, in den letzten Jahrzehnten mit dem Kelch der Barmherzigkeit gefüllt mit deutschen Steuergeldern durch die ganze Welt zu ziehen und bei irgendwelchen Katastrophen weltweit die Menschen hierher zu holen. Jeder, der dagegen etwas gesagt hat, wurde als ausländerfeindlich diffamiert, beziehungsweise als menschenunfreundlich. Aber jetzt wundert sich die ganze Welt, dass Deutschland nicht mal mehr in der Lage ist, bei einer in Not geratenen Bevölkerung dieser aus eigener Kraft zu helfen, ohne dafür die Steuern zu erhöhen und gleichzeitig die Wirtschaft zu erdrosseln. Darüber wundert sich mittlerweile die ganze Welt, dass aus diesem Deutschland geworden ist. Schlusslicht in Europa. Und Sie haben es zu verantworten teilweise. Es hat in den letzten 30 Jahren eine massive Zuwanderung in die Sozialkassen stattgefunden. Ich rede zur Sache, weil ich ausführe, Notwendigkeit wegen der Flutkatastrophe die Steuern zu erhöhen und die Ursachen für diese Notwendigkeit. Und mit diesen Ursachen dieser Notwendigkeiten sollten Sie sich mal vertraut machen, denn Sie gehören mit zu den Verantwortlichen. Es hat Zuwanderung in die Sozialkassen stattgefunden, trotz, und ich sage das in aller Deutlichkeit, einer Verdoppelung der Ausländerzahlen seit 1972. In den letzten 30 Jahren also waren 1972 mehr ausländische Mitbürger erwerbstätig als heute. Nämlich 1972 2,3 Millionen und jetzt nur noch 2 Millionen. Was lernen wir daraus? Dass es eine verdammt teure Entwicklung gewesen ist. Dafür fehlen jetzt die nötigen Gelder, die in den USA ohne weiteres vorhanden sind, um vergleichbare Katastrophen aus der Portokasse zu finanzieren. Wir haben uns den Luxus geleistet, meine Damen und Herren, etwa beim Bosnien-Bürgerkrieg doppelt so viel Bosnier nach Deutschland zu holen wie sämtliche Staaten der Europäischen Union zusammen. Und da stellt sich doch die Frage, ob die Regierungschefs anderer europäischer Nationen unmenschlich waren oder ob die Politiker unseres Landes die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung mit Füßen getreten haben. Diese Frage stellt sich doch an dieser Stelle. Bisher, in den letzten Jahren wurden jedes Jahr über 10 Milliarden Mark für Flüchtlinge in Deutschland ausgegeben. Das Geld fehlt jetzt woanders, meine Damen und Herren. Sehen Sie es endlich ein. Wenn mir nun vorwirft, ich würde das Leid der Flutopfer gegen das Flüchtlingsleid ausspielen, ich kann dazu nur sagen, nur ein Rabenvater lässt seine Kinder darben, während er sich um unbekannte Gäste kümmert. Sie haben das Geld in der Vergangenheit verfrühstückt. Sie haben es mit der Gießkanne über die ganze Welt verteilt, sodass Deutschland jetzt nicht mal mehr so eine Katastrophe vernünftig bewältigen kann. Die tüchtigen Bürger unseres Landes klagen an. Sie klagen an die rot-grüne Regierung, die ein Zuwanderungsgesetz allen besseren Einsichten zum Trotz durchgepaukt hat. Durchgepaukt hat gegen 83% der Bevölkerung, die darin ein Zuwanderungserweiterungsgesetz sehen. Sie klagen es an, insbesondere weil es die Ströme unkontrollierter Zuwanderung in der Zukunft noch weiter erweitern wird. Da die Bundesregierung das weiß, und das ist ein weiterer Skandal, haben Sie jetzt insbesondere vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe, ist das peinlich, 3 Millionen Euro dafür aufgewendet, um eine Briefkampagne durchzuführen, eine Briefkampagne, um der Bevölkerung, die dieses Gesetz nicht will, dieses Gesetz schmackhaft zu machen. 3 Millionen Euro als Wahlwerbung, sage und schreibe, 5 Wochen vor der Bundestagswahl. Wie wollen Sie das denn den Menschen in Dresden erzählen, dass diese 3 Millionen Euro
um den Menschen das Zuwanderungsgesetz schmackhaft zu machen, um ihnen Sand in die Augen zu streuen, wichtiger sind, als ihnen zu helfen, dort, wo das Geld nötig gebraucht wird.